herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andi TV. Ja, dieses Jahr hatten wir noch gar nichts an Andi TV, obwohl jetzt schon Dezember ist. Das liegt daran, dass ich mehrere Monate in Wien war zum Arbeiten. Und danach hatte ich noch einen Nierenstein und war mehrere Monate ins Krankenhaus gebunden. Ja, aus Wien handelt nun auch diese Folge. Ich habe da Elektrik gemacht, in einem Hausumbau, wollte ich sagen. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute meinen, ich würde fuschen und ich hätte keine Ahnung, das habe ich unter Aufsicht eines österreichischen Elektromeisters gemacht, der auch zertifiziert ist. Der darf Zähler versetzen für Wien Energie. Also sprich, im Messstellenbereich des Energieversorgers darf der auch arbeiten. Und unter seiner Aufsicht durfte ich da noch eben die da auch in dem Bereich arbeiten und die Anschlüsse vornehmen. Den Zähler selber hat er selbst versetzt. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. So, gut. Das Problem war nur, das ist ein altes Haus. Uralt. Ich sage mal irgendwann so 50er, 60er Jahre. Da war noch nicht mal eine Erde geschlagen. Gar nichts. Keine Fundamenterdung, kein Erdungsspieß, kein Potentialausgleichsschiene, nichts, gar nichts. Das musste jetzt erstmal gesetzt werden. Das heißt, Erdungsspieß schlagen, dieses gute, lange, 1,50 Meter lange Ding vom Baumarkt des Vertrauens geholt und dann ging es los. Aber ihr kennt das, Erdungsspieß schlagen, braucht man normalerweise 2 Mann für, ein 5-Kilo-Hammer und dann steht einer auf der Leiter die ersten paar Meter und haut das Ding dann eben halt in die Erde und dann da habe ich keinen Bock zu gehabt. Wie man sowas wirklich sparsamer und schneller und effektiver in den Boden treibt, habe ich euch jetzt mal in diesem Video zusammengefasst. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, das ist jetzt der ca. 1,50 Meter lange Erdungsspieß und der muss jetzt in die Erde. Das macht man normalerweise mit 2 Leuten. Einer steht auf der Leiter und hämmert, der andere hält das Ding unten fest. Aber einen 2. Mann hatte ich nicht zur Verfügung und ich hatte auch keine Lust zu hämmern, also habe mir das ein bisschen einfacher gemacht. Dazu habe ich mir im 2. Schritt jetzt so einen 30 cm langen Baustahl genommen, ungefähr 3 bis 4 cm im Durchmesser. Da habe ich mir auf einer Seite mit einer Trennscheibe so ein Kreuz reingeschnitten unten, das ist auf der linken Bildseite zu sehen. Einfach so reingeschnitten, sodass der genau auf den Kreuzstahl vom Erdungsspieß passt. Die rechte Seite, also im Bild auf der rechten Seite, sieht man, dass ich den rund geschliffen habe. Das hat noch eine andere Bewandtnis, kommen wir gleich drauf zurück. So, hier sieht man jetzt ganz deutlich, wie das Ding auf den Erdungsspieß passt. Oben das rund geschliffene Dings, das hat den Sinn und Zweck, dass ich jetzt hier so einen Abbruchhammer nehme. Da habe ich den Meißel rausgemacht. Ja, so jetzt. Und dann, bin ich nach draußen zum Erdungsspieß. Hab da dann, müsste ich jetzt nochmal den Stecker reinstecken, weil der steckt ja noch nicht. So, und dann ging's los. Deutlich, wie zügig das Ding in die Erde wandert. Allerdings, dadurch, dass der Erdungsspieß fest im Boden steckt, ist das ein ganz schönes Gerappel. So, und dann sieht man hier jetzt noch einmal, wie das Ding jetzt in der Erde steckt. Richtig tief reingeschlagen. Der Erdungsleiter ist dran. Jetzt gucken wir nochmal auf das Werkzeug, was ich mir gemacht habe, aus dem Baustein. Das ist ein Einwegwerkzeug, sage ich mal, weil ein 2. Mal würde das Ding nicht überleben. Dazu müsste man sich etwas Stabileres bauen, etwas Massiveres, sage ich mal. Man sieht deutlich oben, wie ich das Kreuz, wie das auseinandergebogen ist. Also nochmal möchte ich das Ding nicht verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass dann da was abbricht. So, das war es dann auch diesmal, für dieses Mal, wollte ich sagen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass ihr mal gesehen habt, wie sowas schneller geht, wie man so ein Ding schneller in die Erde treibt. Und das war es jetzt. Also wirklich, ob ich dieses Jahr noch was mache an die TV, weiß ich nicht. Ich hätte noch was aus Wien. Ob ich es zeitlich schaffe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, macht es erstmal gut, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.